So, dann einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte Sie begrüßen. Hier im VIP-Raum sehen Sie beim Wahl nach dem heutigen Spiel der Roten Teufel gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Ich möchte recht herzlich natürlich auch unsere Gäste aus Rosenheim begrüßen. Einfach allen besten Coach Franz Steger, herzlich willkommen. Heute Abend den Markus Jena in Vertretung für den kurzfristig erkrankten Fred Carroll. Aber als erstes das Mikrofon, wie immer, an den Gästecoach hier, Franz. Es war heute ein sehr intensives Spiel, die erste Saisonniederlage für euch. Aber ich denke mal, unter dem Strich, die vielleicht etwas glücklichere Mannschaft, vielleicht sogar etwas aktiver. Oder wie hast du es gesehen? Wer hat heute das glücklichere Ende für sich gehabt? Ja, schönen guten Abend, das glückliche Ende. Ich habe es ja noch nicht gehabt. Das glaube ich, hat es keiner. Die Frage ist schon mal beantwortet. Ja, zum Spiel, ich war mit dem Ergebnis letztendlich, es war ja auch vielleicht auch verdient, ja, weil Nahen sehr gut gearbeitet hat. Wir haben zu viele Geschenke zulassen. Es ist für mich als Trainer ist Niederlage immer schmerzlich und oft ist es auch gut, dass man kann auch verlieren und man kann zufrieden sein als Trainer. Sicherlich nicht mit dem Ergebnis, aber mit dem Weg. Und wir sind heute ein bisschen von unserem Weg abgekommen. Ein paar Spieler haben nicht das gespielt, was ich will. Und das werden sie von mir morgen hören. Ein bisschen was haben sie schon gehört. Vielleicht haben sie es im Stadion auch gehört, ein paar noch. Weil wenn man einen Sport betreibt, ist ein Mannschaftssport. Und da muss jeder das einbringen, was für die Mannschaft wichtig ist und nicht, was für ihn wichtig ist. Und da habe ich heute ein paar Sachen gesehen, die haben mir nicht gefallen. Und da wird es dort deutliche Worte geben, weil da kannst du vielleicht auch das Spiel gewinnen, das wäre ich auch sauer gewesen heute. Da muss man zwar mit dem Ergebnis zufrieden sein, ist klar, für das spielen wir und für das schauen die Zuschauer zu. Aber wenn, je länger die Saison dauert, umso mehr rächt sich das, wenn man dann solche Dinge nicht anspricht. Ansonsten wird gratuliere Nahen, es war klar, dass hier ein schweres Spiel kommt und letztendlich haben sie die Überzahlsituationen ja, mehr oder weniger auch entschieden. Ja. Wir waren halt, wir haben auch froh sein können, dass wir einen sehr guten Torwart heute gehabt haben. Wir waren wirklich ein paar heiße Dinge dabei. Wir hätten auch die eine oder andere Chance gehabt. Aber letztendlich gratuliere zum Sieg und ja, wir sehen uns ja nochmal. Ja, danke schön, Franz. Wir sehen es sogar noch dreimal. Das ist das Schöne der Saison. Also kann sich alles wieder erwarten. Okay, genau. So ist es nur dreimal noch. Ja, Markus, für dich heute an der Bande. Novum und das erste Mal bei der Oberliga-Mannschaft gleich so ein Einstand. Wie war es für dich heute und wie hast du die Spieler insgesamt gesehen? Also erstmal guten Abend. Ich muss sagen, es war ein sehr intensives Spiel, wie der Franz schon gesagt hat. Es ging hoch und runter und ich denke mal, auch die Zuschauer, denke ich, haben für das Geld, was sie heute bezahlt haben, ein schönes Eishockeyspiel gesehen. Und ich muss sagen, unsere Mannschaft hat super gekämpft. Wir haben von der ersten bis zur 60. Minute und in Overtime haben wir gearbeitet. Boris Ackers hat einen riesen Job hinten im Tor gemacht, uns ein paar Mal den Kopf gewettet. Aber auch alle Blocks, die wir hatten, hoch und runter, jeder hat gespielt und jeder hat gekämpft. Wir haben im Powerplay ganz gut gespielt heute, haben die Tore gemacht, die wir machen wollten. Und ich bin zufrieden. Sehr zufrieden, dass wir das Ding gewonnen haben. Es hätte auch andersrum ausgehen können. Schiedsrichter Entscheidung waren mal einmal so zu sehen. Einmal war es für Rosenheim besser, dann war es wieder für uns besser. Aber im Großen und Ganzen denke ich, der Erfolg geht zu Recht für uns. Kommt richtig so zusammen. Ich denke, wir haben die Punkte verdient gewonnen und jetzt fahren wir nach Füssen und gucken mal, was da passiert. Ja, danke, der Markus. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse, wenn es welche gibt. Ist der Markus am Sonntag alleine wieder an der Bande oder mit dem Stephansdamm oder ist der Freddy wieder selbst? Am Sonntag, so wie es aussieht, wieder dieselbe Konstellation wie heute Abend. Haben die beiden ja auch ganz gut gemacht. Drücken wir Ihnen die Daumen. Noch weitere Fragen? Nein? Dann Zuschauer hatten wir heute Abend 1678. Ich denke mal, das ist für das Spiel auch würdig und hat auch Spaß gemacht, denke ich mal, weil volle Stadion macht insgesamt immer gute Stimmung und auch gute Laune. Mit so einem Ergebnis können wir natürlich dann erst recht gut damit leben. Dann haben wir noch ein paar Ergebnisse von heute Abend. So, unser Team am Sonntag dann in Füssen, um 18 Uhr das Spiel. Ich wünsche mal der Mannschaft natürlich viel Glück, Markus und Stefan, viel Erfolg. Das Spiel wird auch wieder live dann in dem Fanradio im Internet übertragen.
unseren Gästen wünschen wir einen guten Nachhauseweg nach Rosenheim. Wir haben dann das nächste Spiel nächsten Freitag gleich wieder ein Topspiel gegen Herne um 19.30 Uhr. Da haben wir dann die Full House Aktion Teil 1, wo alle bitte so viele Leute wie möglich mitbringen, dass wir wieder so eine volle Hütte auf Deutsch gesagt haben wie heute Abend, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Wäre natürlich toll. Und dann haben wir bestimmt auch wieder dementsprechend die Stimmung hier im Stadion. Uns allen wünsche ich dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag, wie gesagt, dem Team am Sonntag viel Glück in Füssen. Und wie gesagt, euch gute und schnelle Nachhausefahrt und wir sehen uns dann demnächst in Rosenheim wieder. Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao.